Oh. Oh. Was ist passiert? Warum haben wir keine Energie mehr? Oh, das war dieser EMP-Schlag von den Crab-Squid-Wixern, ey. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Subnautica. Wir haben hier aufgehört an der Station von, wie hieß die nochmal? Hab ich vergessen. Diese Typen, die auch abgestürzt sind, am Float Island, da aber nicht bleiben wollten und dann lieber eine Basis unter Wasser gebaut haben. Ich weiß auch nicht warum. Ja, okay, alles klar. So, wir wollten da erkunden gehen. Ich will gerade mein Inventar leer machen. Ist leer. Ne, ist fast leer. Wir haben hier noch einen Diamanten. Der ungeschliffene Diamanten. Diamanten. Der Diamant. Essen haben wir genug. Batterien sehen. Wir haben noch eine. Medikit haben wir auch zwei. Alles klar, los geht's. Wir gehen mal erkunden. Ich glaube aber nicht, dass wir irgendwas finden. Warte mal, hier sind irgendwo Crab Squids, glaube ich. Nee, das sind die Dinger. Okay, komm, wir gucken mal. Vielleicht finden wir jetzt auch mal hier Fragmente. Wir brauchen auf jeden Fall den Scanner. Hier ist nichts. Oh, guck mal, wie cool. Komm, wir gucken den mal von außen ein bisschen an. Was macht denn hier so Geräusche? Das sind, glaube ich, die Crab Squids. Okay. Da können wir rein. Ich glaube schon. Nee, da nicht. Jetzt gibt es hier irgendwo ein Leck. Warte mal, hier. Luft sieht gut aus. Es gibt hier PDAs. Mehr gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Sieht auf jeden Fall schwer geil aus. Ah, guck mal. Das ist eine PDA. Degasi Voice Lock. Maladi. Guck mal. Fangrace World's Best. Warum wir nicht brauchen. Guck mal, hier gibt es auch Bilderrahmen. Jetzt muss ich mal merken. Hier ist eine Tasche. Toll. Kaffeemaschine. Ja gut, das ist ein Kaffeeautomat. Immerhin. Wir haben mal keine Becher oder Kaffee dafür. Rost. Und man weiß auch noch nicht, was sie angegriffen hat. Also wir müssen mal die PDA lesen. Aber ich glaube, selbst da findet man das nicht raus. Wie kommen wir nach oben? Ja, wie kommen wir nach oben? Das ist eine Frage, die würde ich gerne wissen. Hier geht es nicht hoch. Was, eine Basis? Was soll das denn? Wie kommt man hoch? Was ist das denn hier? Mein Gott. Walter! Wie haben die das denn bitte benutzt? Wie wollen denn... Oh, na toll. Guck mal, hier gibt es einen Fehler. Das ist nicht gut. Das hätte hier nicht sein dürfen. Ah, hier, die Luke ist auf. Guck mal, so sieht die Luke offen aus. Ach, mal was noch. Oh, guck mal, hier ist das sogar. Guck mal, hier kann man das auch holen. Das hat mir, glaube ich, jemand erzählt von euch, oder? Hier ist noch eine PDA. Voice Lock, Disaster. Integrating new PDA data. Da ist eine Leiter. Da können wir aber auch noch lang. Da sind wir reingekommen. Da können wir nicht rein. Da ist Franz. Wir kriegen gleich keine Luft mehr. Wir gehen mal kurz. Nee, und wir können das hier noch abschließen gerade. Ich meine, so krass ist jetzt auch nicht. Guck mal, das. Ich weiß nicht, was das hier ist. Das würde ich gerne mitnehmen. Es geht aber natürlich nicht. Laborausrüstung aufgenommen. Artefakt. Damit können wir noch. Oh, warte mal. Das muss ich alles mitnehmen. Müssen wir gerade die Sachen reinbringen? Ich will dann doch die Leiter benutzen, das geht aber gar nicht. Hehe. So. So, Franzi. Öffne deine Luke. Komm, wir benutzen jetzt mal die Dinger hier. Kaffeeautomat. Das kann ich knicken. Okay, wir nehmen doch lieber die oberen Schränke. So, was ist denn hier im... Na. Komm, wir tun es hier rein. Kaffeeautomat. Laborausrüstung. Das Artefakt ist nicht mehr da. Das müsste irgendwo in den Loks stehen. Kurz die Luft auftanken lassen. Dann gehen wir wieder raus ins Abenteuer. Das lacht uns an. Und dann müssen wir mal Ressourcenfarmen geben. Ich muss meine Kisten alle auffüllen. Und dann würde ich nämlich gerne nochmal versuchen, eine Station zu bauen. Also ich will auf jeden Fall wenigstens das Aquarium nochmal bauen. Du die. Day. Ich will nach unten gehen, genau. Komm schon. Press dich nach unten. Wir müssen nämlich noch ins Lava-Biom. Das wäre so die letzte Operation, die wir tun würden. Dann müsste ich eigentlich das Große und Ganze... Guck mal, ob wir die mal für irgendwas brauchen. Die Laborausrüstungen. Ich glaube, wir versuchen, ins Lava-Biom zu kommen und bauen dann da eine Station. Ja? Das wäre so der Abschluss. Wenigstens ein Mehrzweckraum. Mit einem Bett oder so.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine Idee. Aber Hitzesignatur, ne? Wir müssen noch gucken, wie wir da hinkommen. Man kam eigentlich von hier dahin. Wir müssen jetzt erstmal den nächsten Druckausgleichskompensator bauen. Franz. Ganz wichtig. Medikit ist fertig. Oh ja, ist gut. Meine Herren. So, einlagern bitte. Laborausrüstung. Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen. Wir können Tische bauen und ja draufsetzen oder so. Das könnten wir tun. Okay, wir wollen erstmal hier raus. So, jetzt haben wir alles erkundet. Ab nach Hause. Hier ist irgendwo ein Loch in der Decke. Wir müssen gucken. Bing, 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 bing. Lost River, da hinten. Alter, wir haben aber voll die Kurve gefahren. Oh, scheiße. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Komm, wir suchen mal gerade den Ausgang mit der Seemotte. Das wäre eine gute Idee. Man merkt, dass die Performance wieder etwas sinkt, desto länger man Subnautica spielt. Hoffentlich hält das nicht an oder ist nur hier unten so. Es wäre toll. Welcome aboard, Captain. Oh, guck mal, da sind die Warper. Okay. So, wir müssen an der Decke lang und gucken. Da noch mehr Warper. Jetzt sind die auf einmal alle hier. Hallo! Greift bitte nicht Franz an, ja? Der hat euch nichts getan. Der ist lieb. Da oben ist ein Ausgang. Der ist aber zu schmal. Das sind Crab Squids. Die greift mich an. Ich muss aufpassen. Das könnte funktionieren. Oh. Oh. Was ist passiert? Warum haben wir keine Energie mehr? Oh, das war dieser EMP-Schlag von den Crab Squid-Wichsern, ey. Alter, wie cool, oder? Okay. Wir müssen, Sissy hier lassen, damit wir Franz holen können. Als Boje benutzen wir sie jetzt. Nein, du bist keine Boje. Es tut mir leid. Was? So fett bin ich? Nein, nein. Das meinte ich so nicht. Du bist keine Boje. Frauen. Immer das Gleiche. So. Ich bin fett. Guck mal, der Strom ist aus, oder? Ne, ich wollte schon sagen. Ich glaube, damit können die gar nicht interagieren. Das ist zu groß. Oder noch nicht ins Spiel implementiert. So, wir müssen hier rum. Es wird jetzt ein bisschen tricky. Stehen bleiben und dann links rumdrehen. Ich glaube... Ne, wir drehen uns ja leider nicht auf der Stelle. Doch. Ach, das geht schon alles gut. Einfach ein bisschen... Es provozieren. Es rausfordern. Ja, wir ecken hinten irgendwo an, aber ist egal. So. Ich muss noch andocken wieder mit... Dingens, sonst machen wir es kaputt aus Versehen. Ah, ich glaube, das würde sogar passen hier. Wir müssen einfach volle Pulle geradeaus da hoch. Noch kurz mal wieder andocken. Und dann nach oben. So. Komm rein in die gute Stube. Sissino. So. Jetzt nicht auf mich schießen, bitte. Sehr gut. Dass es immer so laut krachen muss, ne? Ich habe auch neue Bilder bekommen von euch. Ich muss die noch hochladen, habe ich noch nicht. So wie Libiosan. Oh. Libiosan. Okay. Einfach Vollspeed, da müsste sich das... Scheiße. Ja, das geht schon. Pressen! Pressen! Los! Ja, genau so habe ich mir gedacht. Komm schon! Einfach nach vorne drücken. Oh. Nein, sag nicht, wir sind in einer anderen Höhle. Nee, sind wir nicht. Haben wir Lags? Nee, haben wir nicht. Schade, dass das nicht so schnell passiert. Ne, wir brauchen mal Licht wieder. Ach, endlich. Ach, wir sind draußen. Wir können das hier abdunkeln und das Licht anmachen. Ist auch cool. So, wie weit ist der Station Kevin entfernt? Könnte gar nicht, kann gar nicht so weit weg sein, meine ich. Wir müssen die Energiezellen aufrüsten. Dann fahren wir mit, ich überlege gerade. Wir können auch... nee, ich glaube tatsächlich, dass wir den Scannerraum abbauen und bauen den erstmal bei unserer alten Station an. Und scannen da erstmal nach Titan und so einem Scheiß. Und sammeln erstmal Titan, ja? Das ist eine tolle Idee. Und Kupfer und Silber und diesen ganzen Scheiß, ja? Und wir füllen erstmal den Bauch von Franz auf. Und dann machen wir uns auf ins Lava-Biom. Mit vollgepacktem Bauch. Ne, wir brauchen ja noch 10 Blastahlbarren. Das wird auch übel.
So, jetzt sind wir wieder runter. Mann, so weit war das doch, hä? Also es war schon eine kleine Strecke weg von der Basis. Ich dachte, es wäre näher gewesen. Naja, gut. Wird gesagt, ich soll nicht so viel bauen hier in meinem U-Boot. Wir müssen damit untergehen, ja? Weil wir müssen den Seedrachen bekämpfen. Ich muss auch noch Torpedobänke bauen, das ist wichtig. Bevor wir da hinfahren, weil es kann sein, dass wir gegen ihn kämpfen müssen. Damit steht und fällt dann alles, ja? Die letzte Folge, der Kampf gegen den Seedrachen. Aber ich glaube, wir kämpfen dann mit dem Exosuit. Weil der kann sowieso tiefer tauchen, ich kann nicht so tief. Wir brauchen den Exosuit. Wir müssen für den auch noch so ein Tieftauchding bauen. Das Tieftauchding. Ich glaube, den nehmen wir aber mit. So, okay. Licht an. Ja, ja, mach du mal Geräusche. So, ach nee, erstmal Sissy abladen. Das ist halt wie Thunderbird Nummer 2, der andauernd verschiedene Thunderbirds in sich reinladen kann. Ja, voll cool eigentlich. Thunderbirds, go! Also die alten Thunderbirds. Wer kennt Thunderbirds? Die Puppen, die bluten, schwitzen. Ja, das war schon ziemlich heftig damals. So echt realitätsnah. Halt, wie Team America. Ja, so in dem Style war das. Ziemlich gut. Gut, Team America war nochmal eine Stufe krasser eventuell. Aber nur eine Stufe. Die machen sich eigentlich nicht so viel. Die Puppen waren vielleicht ein bisschen besser. Aber ich glaube auch noch nicht mal so wirklich. Also kann ich empfehlen, Thunderbirds. Die alte Thunderbirds-Serie mit den Puppen. Mega cool. Mega cool. Scheiße, wir sind aber ganz schön tief gefallen jetzt. So, uns fehlt noch ein Druckausgleichskompensator. Wir brauchen Modifizierungswerkbank. Haben wir eigentlich genug Gold? Haben wir eigentlich genug Gold? Haben wir eigentlich genug Gold? Das sieht danach aus. Pass auf, wir scannen jetzt noch einmal nach Gold und den ganzen Scheiß, den es hier unten gibt. Und dann machen wir uns auf zur alten Basis. Ja? Weil ich glaube schon fast, dass diese Basis nicht mehr so richtig benötigt wird von uns. Also sie war hilfreich. Und sie ist, wird bestimmt immer noch irgendwie hilfreich sein. Aber ich glaube, wir können jetzt wieder zurückgehen. Da suchen, uns vorbereiten bei der alten Basis. Das ist nämlich alles, was wir brauchen. Uranit. Gibt es hier kein Gold mehr in der Nähe? Salzquarz. Quecksilbererz. Blei. Kristallines Aluminiumoxid. Könnten wir ein neues gebrauchen? Dann holen wir das mal. Komm schon, tauche auf! Kristallines Aluminiumoxid. Das dürfte ja hier an der Seite sein, oder? Manchmal sind da ziemlich viele Sachen dran. Anscheinend gar nichts. Ich will auch gar nicht runtertauchen. Bisschen Angst habe ich ja. Oh, kristallines Aluminiumoxid. Das finden wir auch am Rückweg. Ach nee, hier ist noch überall was. Kann ich das abfarmen oder muss ich das abbauen? Ach, da ist es doch überall. Gar nicht so schwer zu finden. Wir können eigentlich alles abgrasen in der Nähe. Da ist auch noch was. Ich habe noch eins. Ja, das wusste ich. Das wusste ich. So, das holen wir. Und dann müssen wir noch das mitnehmen. Das ist noch Quecksilbererz. Hier ist noch Quarz. Schon wieder. Ich dachte, ich habe alles in Quarz mitgenommen. Gold. Guck, Gold müsste ich eigentlich auch noch finden. Wie gesagt, ich verstehe den Scannerraum nicht. Der funktioniert nicht richtig. Da ist auch noch... Guck mal, der Scannerraum, was hat der für eine Reichweite? Hier ist kristallines Aluminiumoxid und der irgendwie 2 Meter weit, ja? Müssen auf jeden Fall neu setzen und vielleicht nochmal so ein Ding bauen. Hier ist noch überall Uranium. Uranium! Das Salz, das brauchen wir nicht. Das kristallines Aluminiumoxid. Ja, ich überlege gerade. Die Modifizierungswerkbank. Ob wir die mitnehmen einfach oder ob die Teile dafür neu bauen. Aber ich glaube, wir lassen alles hier. Falls wir es nämlich mal benötigen, ist das keine gute Idee, dass wir das dann abreißen. Wir müssen hiervon wieder 2 mitnehmen. Und hiervon 2. Oder 1 wenigstens. Oder wir machen hier das Benzol fertig. Nee, eigentlich ist auch doof. So, jetzt bringen wir es mal kurz in Franz. So. Captain. All systems online. Da, die Pilze, die brauchen wir, alles klar. Hier habe ich das drin, ne? Kristallines Aluminiumoxid. Ja, 1, 2, 3. So. Das brauche ich nicht. Uranit. Vielleicht bauen wir einen neuen Atomreaktor. Das wäre doch ganz nett, oder? Oh, das Quarz brauche ich hier gar nicht rein. Das kommt da rein.
Gold. Oh. Gold. Medikit. Jetzt aber fleißig. Meine Güte. Ah, so, okay. Vielleicht nehmen wir hiervon noch ein bisschen was mit. Dann können wir direkt ein paar einpflanzen. So, weil da müssen die nicht erst wachsen. Wachsen und gedeihen. Energie. Okay. Was heißt das? Sind die Brennstäbe alle? Guck mal, das kann ich abreißen. Das muss ich mir merken. Also machen wir einfach jetzt, oder? Nee, ich habe nicht genug Platz, glaube ich. Okay. Wir wollen jetzt hier nichts überstürzen. Ich will hier nicht zu viel abreißen. So, wie sieht's hier aus? Alle leer. Okay. Kein Problem. Nee, der ist noch aktiv. Kernstab. Okay, dann bauen wir jetzt... Bauen wir jetzt einen Kernstab eigentlich schon. So, erstmal die, die Klippe runterwerfen. Ich habe nämlich Solarzellen. Ich meine, was soll's. So. Dann bauen wir jetzt nochmal gerade ein paar Zellen, damit die Basis auch weiter versorgt wird. Und wir können bald aufbrechen. Eigentlich nächste Folge. Uranit, 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 wo bist du denn? Da bist du. Komm in meine Arme. Wir wollen dich verarbeiten. Blei brauche ich auch. Habe ich auch. Da. Eins. Zwei. Komm schon. Komm schon. Schade. Scheiße. Schade. Blei und Titan. Blei und Titan. Blei und Titan. Komm schon, bitte. Drei Stück, das ist gut. Alles klar. So. Bauen wir die Kernstäbe. Hi. Oh, das ist meine Katze. Guck mal. Ich wollte jetzt nicht singen. Es tut mir leid. Es überkommt mich einfach manchmal. Aus mir raus. So. Es kommt aus mir raus, meine ich. Es klang jetzt ein bisschen pervers. So. Okay. Da sind die Eier. Ich muss doch das Aquarium bauen. Das bauen wir woanders. Nicht hier unten. Habe ich noch mal kurz irgendwo Platz? Wir müssen kurz irgendwo was verstauen. Hier bei Kupfer. Guck mal, Kupfer fehlt uns auch. So, Brennstäbe runterbringen. Die Räume abbauen. So, wir brauchen jetzt Scannerraum. Den können wir jetzt nicht von hier aus abbauen, weil sonst haben wir die Teile nicht. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Die Drohnen. Können die Drohnen müssen auch wieder an Bord, glaube ich. Das weiß ich aber auch nicht. So, der Raum ist unnötig. Bringt erstmal 8 oder 6 Titan. Halt, da war der Bioreaktor drin, deswegen brauchen wir den nicht mehr. Keine Sorge, ich will jetzt nicht die Station verschrotten. Also zum Teil wird sie schon demontiert. Aber nur, wo sie mehr bringt. Hier bringt sie halt nichts mehr. Gerade wegen dem Scannerraum. So, was haben wir denn noch hier drin? Ach, ich muss die ganzen Zellen noch aufdingsen. Die können wir aber... Einen davon können wir wieder mitnehmen. Ja? Dann haben wir auf jeder Station einen Energiezellenregenerator. So. Ich habe doch 3 gebaut. Einer ist bestimmt noch oben. Egal, lass mal einen an Bord. Den können wir bestimmt für irgendwas gebrauchen. Guck mal, was wird denn hier aufgebraucht? Energie, 300 irgendwas. So, Wasser. Ein bisschen bleibt hier. Ach wohl, das lädt ja wieder auf. So, Batterien. Die kommt raus. Aufladen, 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 aufladen. Dann brauchen wir die Energiezellen aus dem Franz. Ich springe immer wieder hier durch hier rein. Ist auch da hinten, so weit weg. Ich muss durch die Luke da rein. Das geht viel schneller. Viel schneller geht das doch. Energiezellen. Da müssen wir jetzt noch warten, bis die wenigstens aufgeladen sind. Hundert. Guck mal, ist noch fast alle aufgeladen. Titan einräumen. Wir brauchen jetzt Inventarplatz. Salz, wo bist du denn? Wo habe ich dich hingepackt, Salz? Da bist du doch. Ich muss mal ein bisschen Magnesium machen, damit... Das hier, guck mal, hier findet man wenigstens Magnesium. Nicht wie bei Osiris. Bunanima. Oh, hier muss ich nochmal neu einpflanzen. Müssen wir jetzt mal machen. Habe ich dafür Platz? Gott sei Dank. So. Okay. So, so. Gucken. Inventar öffnen. Batterien einpflanzen.
gar nicht so viel. Okay, Leute, es muss noch ein bisschen warten. Wir müssen noch ein bisschen was erlegen, bevor wir zurückfahren können. Das machen wir auf jeden Fall. Aber nächste Folge. Also nächste Folge bauen wir den Scannerraum ab und dann fahren wir zurück nach Hause und gehen weiter Ressourcen farmen und bauen den Hypertauch-Dingens für den Zyklopen, um ins Lava-Biom zu kommen. Ich hoffe, das war da, wo dieser Baum war, sonst müssen wir woanders langfahren. Na gut, wie auch immer, Leute, haut rein. Bis zur nächsten Folge.